Google Drive ist nicht nur eine Online-Festplatte, sondern gibt ja auch Zugang zu einer vollständigen Office-Umgebung, also einer Textverarbeitung, einer Präsentationslösung und einer Tabellenkalkulation. Über den Button Neu siehst du diese Hauptfunktionen auf einen Blick, Google Docs also für die Textverarbeitungen. Und unter mehr hätte es dann noch weitere Funktionen, die zum Teil auch von externen Dienstleistern hinzugefügt werden können. Nun, wir erstellen einen neuen Text, also Google Docs. Und den benennen wir gleich, indem wir da in diesen Namen klicken. Nehmen wir an, wir machen einen Vortrag zu Tunesien. So notierst du dir schon mal die Struktur vielleicht. Wenn du diesen Vortrag nun zusammen mit deinem Kollegen machen musst, so ist es natürlich mühsam, wenn diese Datei jetzt immer hin und her geschickt wird und nie ist man sicher, welches jetzt die aktuelle ist. Mit Google Drive oder eben auch Google Docs, wie es jetzt genannt wird, kannst du über diesen Freigeben-Button weitere Personen hinzufügen. Die müssen selber einen Google-Account haben und du kannst hier bestimmen, was diese Personen dürfen. In diesem Fall will ich natürlich, dass sie bearbeiten dürfen, könntest aber auch einstellen, dass sie nur Kommentare hinterlassen können, ohne selber auf den Text einwirken zu können oder sogar, dass sie das nur lesen können. Du könntest einen Kommentar hinzufügen, was du von ihm erwartest, natürlich selbstverständlich auch weitere Personen dazu nehmen und bereits ist diese Person eingeladen. Gehen wir nochmals zurück auf dieses Freigabemenü. Man kann selbstverständlich auch Leute einladen, die gar keinen Google-Account haben, die arbeiten dann anonym daran. Das wird über dieses Symbol hier oben in der rechten Ecke gemacht. Link zum Freigeben aufrufen. Es wird automatisch ein ziemlich kryptischer Link erzeugt und auch hier kannst du wieder festlegen, was diese Personen machen dürfen. Hier sind wieder dieselben Funktionen möglich. Hier wäre zum Beispiel möglich, dass alle anderen nur Kommentare hinterlassen dürfen. Dieser Link, der wird dann kopiert und zum Beispiel per Mail verschickt. Und jetzt können wir zu zweit daran arbeiten. Du siehst an diesem Symbol, das da erschienen ist, dass dein Kollege mittlerweile auch drin ist und ihr könnt jetzt gleichzeitig daran arbeiten. Ich schreibe jetzt mit beiden Händen irgendetwas. Natürlich aus koordinativen Gründen gelingt es mir da nicht, etwas Schlaues zu schreiben, aber du siehst, ich schreibe hier unten. Und gleichzeitig schreibt mein Kollege hier oben. Man kann also in Echtzeit örtlich getrennt an derselben Datei zusammenschreiben. Das öffnet natürlich auch ein bisschen Tür und Tor für Fehler und im blödsten Fall bei anonymer Bearbeitung auch für Sabotage. Aber es wird jeder einzelne Schritt aufgezeichnet. Mit dem Überarbeitungsverlauf siehst du, wer was wann gemacht hat und du kannst zu jedem beliebigen Schritt zurückkehren und diese Bearbeitung wieder zurücknehmen. Ja, mittlerweile sind wir jetzt ein bisschen weiter. Du siehst, ich habe auch ein Bild eingefügt. Man hat also im Prinzip dieselben Funktionen, die du auch schon von einer ausgewachsenen Textverarbeitung wie Microsoft Word kennst. Natürlich, inhaltlich habe ich da alles aus Wikipedia kopiert. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, aber es geht mir ja mehr ums Prinzip. Auf diese einzelnen Funktionen will ich nicht eingehen. Ich denke, du bist ja wahrscheinlich vertraut mit den Grundfunktionen einer Textverarbeitung. Als letztes aber möchte ich dir noch die Funktion der Kommentare zeigen. Gerade eben für den Kollegen kann es eben interessant sein, dass er nicht direkt seine Änderungsvorschläge einbringt, sondern
mit dir in eine Diskussion tritt, mit einem Rechtsklick kannst du zu einem ausgewählten Wort oder Textabschnitt einen Kommentar hinzufügen. Und anschließend kann dieser Kommentar über Klären wieder entfernt werden oder man kann auch darauf reagieren. Das heißt, es entsteht da ein Dialog parallel zu dieser Datei, die mit der Zeit immer mehr Formen annimmt. Ja, und damit habe ich, denke ich, die wichtigsten Funktionen für das kooperative Schreiben mit Google Drive mal gezeigt.